Die Auer ist gerettet. Sie bekommt ein Hilfspaket von 600 Millionen Euro, gespeist aus Steuergeld, Krediten und Mittel der Lufthansa. Ob das reicht, besprechen wir gleich. Guten Abend, bei der Zeit im Bild. Die schockierenden Taten von Kinderschändern in Münster führen zu einem Ruf nach Konsequenzen. Die Ermittler brauchen mehr Ressourcen, fordert der deutsche Missbrauchsbeauftragte. Neue heftige Unwetter haben in Niederösterreich Millionen Schäden verursacht. Und es bleibt auch weiterhin unbeständig. Vor 12 Jahren ist die Auer an die Lufthansa verkauft worden. Damals schon hat die Republik eine halbe Milliarde Euro zugeschossen. Und jetzt, in der Corona-Krise, ist es wieder soweit. Dieses Mal braucht die Fluglinie 600 Millionen Euro. 150 Millionen davon sind Zuschüsse vom Staat. Noch einmal so viel legt die deutsche Muttergesellschaft Lufthansa drauf. Und 300 Millionen Euro bekommt die Auer als Kredite, für die der Staat die Haftung übernimmt. Seit dem Jahr 2009 fliegt die Auer schon unter den Flügeln des Kranichs der deutschen Lufthansa. Die Lufthansa hat damals die Flügel wohl gern ausgebreitet, damit die Auer drunter schlüpfen kann. Denn die teilstaatliche Auer gab es damals quasi gratis für die Deutschen. Die Auer hatte mehrere verlustreiche Jahre hinter sich. Und so packte Österreich 500 Millionen Euro als Mitgift obendrauf. Unter dem Dach der Lufthansa konnte die Auer in den letzten Jahren dann immerhin durchgehend ein Plus erwirtschaften, obwohl es in den letzten Jahren dann auch immer wieder zahlreiche Sparpakete gegeben hat. Und vor allem am Flughafen Wien gab es einen harten Preiskampf, weil hier auch andere Airlines wie etwa Ryanair, Level oder EasyJet vor allem billige Kurzstreckenflüge angeboten haben. Und dann kam auch noch Corona, fast als Todesstoß. Jetzt aber gibt es staatliche Unterstützung zum Überleben. Seit Monaten sieht es am Flughafen Wien-Schwechat so aus. Bald soll es aber wieder so aussehen. Die Republik und auch die Lufthansa greifen den Austrian Airlines unter die Flügel. Je 150 Millionen Euro schießen sie zu. Zusätzlich übernimmt der Staat Kreditgarantien über 300 Millionen Euro. In Deutschland hat man bei der Rettung der Lufthansa einen etwas anderen Weg gewählt. Hier beteiligt sich der Staat im Gegenzug für die Hilfen am Unternehmen. In Österreich ist keine Staatsbeteiligung vorgesehen. Warum nicht? Für uns war nicht die Priorität, ein paar Prozent eines deutschen Unternehmens zu besitzen, sondern für uns war die Priorität, die österreichischen Arbeitsplätze zu retten und insbesondere das Drehkreuz Wien abzusichern. Den Grünen war naturgemäß das Thema Klimawandel wichtig. So soll es parallel zum Auer-Paket deutlich mehr Investitionen in die Schiene geben, etwa in die Nachtzüge der ÖBB. Zudem soll ein Teil des sogenannten 1-2-3-Tickets 2021 umgesetzt werden. Für knapp 1.100 Euro soll man dann ein Jahr lang österreichweit alle öffentlichen Verkehrsmittel benutzen können. 240 Millionen werden laut Regierung dafür in die Hand genommen. Und für den Flugverkehr kommt eine sogenannte Anti-Dumping-Regelung. Extrem billige Flüge sollen der Vergangenheit angehören. Es gehe darum, dass Flüge nicht mehr unter den gesetzlich vorgeschriebenen Gebühren und Abgaben abgegeben werden dürfen. Das ist im Schnitt, in Österreich heißt das 40 Euro. Ab dem 15. Juni wird es jedenfalls wieder reguläre Linienflüge der Austrian Airlines geben. Die Politik und die Fluglinien haben sich also geeinigt, aber ob diese Verhandlungen so harmonisch waren, man weiß es nicht. Jedenfalls hat es nicht gereicht für einen gemeinsamen Auftritt von Politik, Auer und Lufthansa. Die Fluglinien haben vor wenigen Minuten eine eigene Pressekonferenz am Wiener Flughafen abgehalten. Es sind da aufgetreten Carsten Spohr von der Lufthansa und Auer-Chef Alexis von Hunsbruch. Bei aller Freude über den heutigen Tag dürfen wir uns alle und Herr von Hunsbruch und ich sicherlich am wenigsten nichts vormachen. Diese Branche, die wir alle so lieben, die so spannend ist, die wir viele Jahre begleiten, ist einer Krise, einer nie dagewesenen Dimension. Und es wird lange Jahre dauern, wir glauben zumindest mal 3 Jahre, bis man wieder an das Volumen, das wir vor Corona hatten, anschließen kann. Und das gilt für amerikanische Airlines, das gilt für asiatische Airlines, das gilt für europäische Airlines, das gilt auch für die Lufthansa-Gruppe und natürlich auch für die Auer. Wir sind dankbar, dass wir eine Lösung gefunden haben, dass dieses Unternehmen fortbestehen kann hier an diesem Standort und weiter das tun kann, was dieses Unternehmen die letzten Jahre und Jahrzehnte gemacht hat, nämlich hier in Wien ein Drehkreuz zu betreiben. Ein Drehkreuz, über das Österreich an die Welt, an Osteuropa, an Westeuropa
und vor allen Dingen an viele interkontinentale Ziele angebunden ist. Erleichterung also auch in Wien und bei der Auer. Wir haben es gerade gehört. Die Auer hebt also wieder ab nach einer Corona-Zwangspause jetzt mit Hilfe eines Millionen-Hilfspakets. Da frage ich gleich nach bei Stefan Hartl aus unserer ZIP-Wirtschaftsredaktion. Das, was da heute abgeschlossen worden ist, wir haben es jetzt noch mal gehört, war auf jeden Fall ein notwendiger Deal. Aber war es auch ein guter Deal? Es ist auf jeden Fall ein Deal, der vorerst einmal 7.000 Jobs bei der Auer sichert und viele mehr in der Luftfahrt. Das war sicher auch das stärkste Argument der Regierung für die Staatshilfe. Aber auch der Halt des Drehkreuzes in Wien war sehr wichtig. Da hat man das Gefühl bekommen oder gehabt in den letzten Jahren, die Lufthansa hat Wien ein bisschen als Stiefkind behandelt. Da soll jetzt eben keine Benachteiligungen mehr geben. Und der Standort Wien soll genauso schnell wachsen wie die Lufthansa-Drehkreuze in Frankfurt oder München. Was nicht geschehen ist, ist eine Beteiligung der Republik. Das hat die Lufthansa offenbar erfolgreich verhindert und lässt dafür auch 150 Millionen locker, kauft sich sozusagen frei. Das Geld soll jetzt in Klimamaßnahmen bei der Auer fließen. Umweltschutz und Fliegen, das klingt schon mal schwer vereinbar, bedeutet wahrscheinlich natürlich auch Auswirkungen auf die Passagiere. Was kommt auf uns zu? Nun, wenn die Auer klimafreundlicher fliegen will, dann heißt das vorerst einmal, geht das am leichtesten über modernere Flugzeuge. Und da, wenn man sich erinnert, wie viel ein Kurzstreckenjet ungefähr kostet, scheinen mir die 150 Millionen Euro doch etwas niedrig zu sein. Was den Grünen da gelungen ist, ist, dass es zumindest ein Bekenntnis gibt, die Kurzstreckenflüge zu reduzieren und auch einen Mindestpreis für Flugtickets auf 40 Euro. Das ist natürlich ein Erfolg, den sich wahrscheinlich die Grünen auf die Fahnen heften werden. Wollen wir noch mal bilanzieren. Reicht das jetzt insgesamt und längerfristig zum Überleben für die Auer? Natürlich bleibt die Gefahr, dass die Auer in einigen Jahren wieder dasteht, um Finanzspritzen bietet. Wenn man sich überlegt, wir haben es ja gehört, von einem 600 Millionen Euro Staatskredit entfallen, Staatshilfenverzeihung, entfallen 300 Millionen Euro auf Kredite. Das heißt, dieses Geld muss die Auer erst verdienen und dann zurückbezahlen. Wenn man zurückblickt in die Auer-Bilanz, wir haben es gesehen in der Widi-Grafik, in den letzten 5 Jahren, und das waren sehr gute Jahre für die Lufthansa, hat die Auer 300 Millionen Euro verdient. Das wird also nicht einfach für die Auer, wenn sie den Kredit nicht bedienen kann, dann fällt sie ins Eigentum der Republik. Danke, Stefan Hartl, für diese Einschätzungen. Und zu Auer, Corona-Krise und welche Hilfe sich die Industrie erwartet, dazu ist Georg Kapsch, Präsident der Industriellen Vereinigung, dann Gast in der ZIP 2 um 22 Uhr bei Armin Wolf. Die Auer hat fürs Erste wieder Geld und auch die Konkurrenz kommt wieder in Bewegung. Die Billigfluglinie Laudamotion bleibt fix in Wien. Die Belegschaft hat am Nachmittag dem neuen, umstrittenen Kollektivvertrag zugestimmt. Am 1. Juli will Laudamotion wieder von Wien aus abheben, vorerst mit nur 3 Maschinen. Zuvor stand das Aus für den Standort in Wien unmittelbar bevor. Vergangene Woche haben sich die Sozialpartner dann doch noch auf einen Kollektivvertrag für Laudamotion geeinigt. Die meisten Piloten und Flugbegleiterinnen werden ihren Job behalten. Die einen sparen beim Personal, die anderen brauchen Hilfspakete. Die Flugbranche ist jedenfalls schwer in der Krise. Und mitunter machen sie es auch uns, den Konsumenten, schwer. Dass die Konsumenten nämlich zu ihrem Geld kommen. Beim Verein für Konsumenteninformation gehen immer mehr Beschwerden ein, dass stornierte Flugtickets nicht rückerstattet werden. Die Rechtslage ist eindeutig. Sagt eine Airline den Flug ab, hat der Passagier das Recht auf Rückerstattung der vollen Ticketkosten. Die Praxis sieht aber anders aus. Aufgrund der finanziellen Notlage bieten Fluglinien ihren Kunden meist nur einen Gutschein oder eine Umbuchung an. Mehr als 9.000 Personen haben sich mittlerweile an den Verein für Konsumenteninformation gewandt. Weil die Leute ihr Geld nicht zurückbekommen, obwohl der Flug nicht stattfindet. Und deswegen haben wir jetzt einen großen Aufruf gemacht und haben jetzt das noch einmal verlängert. Bis Ende Juni hilft der VKI nun betroffenen Kunden, ihr Geld zurückzubekommen. Passiert das nicht, will man gerichtlich gegen die Fluglinien vorgehen. Derzeit gehen wir davon aus, dass man das außergerichtlich auch lösen kann. Die Signale gehen auch in diese Richtung. Sollte dem nicht so sein, dann schließen wir selbstverständlich nicht Klagen aus und auch keine Sammelklage aus. Die Auer arbeitet derzeit 15.000 Tickets im Wert von mehreren Millionen Euro ab. Jeder Kunde, der bei uns eine Rückerstattung angefordert hat, der bekommt die auch. Natürlich, aktuell müssen die Kunden extrem viel Geduld mitbringen. Auch Laudamotion will die Rückerstattung der Ticketkosten zügig abarbeiten. Aber auch dort bittet man die Kunden um Geduld.
Das Ibiza-Video rückt den Ibiza-Untersuchungsausschuss ein bisschen näher. Die Abgeordneten im Ausschuss wollen das Video ja sehen, sind aber vertröstet worden, weil die Polizei die Analyse des Materials noch nicht abgeschlossen hatte. Bis heute, da haben die Ermittler das Video bei den zuständigen Staatsanwaltschaften abgeliefert. Ob es nun tatsächlich an den Ausschuss geht, ist aber weiter ungewiss, denn erst prüft noch die Justiz. Fast 13 Stunden Video und 8 Stunden Audiodateien sind also jetzt fertig ausgewertet von der sogenannten Soko-Tape im Bundeskriminalamt. Kritik gab es im Vorfeld am Tauziehen zwischen Innenministerium und Justizministerium und der langen Auswertungsdauer von mehreren Wochen. Es wurden teilweise 5 verschiedene Personen, die in unterschiedlichen Sprachen parallel gesprochen haben. Man musste das hier aufbereiten, aber auch abtippen, das heißt physisch eingeben, Person A sagt das und das, Person B sagt das und das. Und dies hat, da wir hier ganz klare Vorgaben haben, wir müssen ja gerichtstaugliche Berichte abgeben, einige Zeit in Anspruch genommen. Aber wie geht's jetzt weiter? Denn dass die Staatsanwaltschaften jetzt ebenso im Besitz des Videos sind, bedeutet noch nicht, dass es auch an den U-Ausschuss weitergeleitet wird. Die Justiz prüft jetzt, ob Ermittlungen gefährdet werden, wenn der Untersuchungsausschuss das gesamte Material erhält. Wie lange diese Prüfung dauern wird, konnte man heute Nachmittag weder im Justizministerium noch bei den Staatsanwaltschaften beantworten. Eine Antwort auf eine verzwickte Frage hat die Politik heute gesucht. Wie soll man denn umgehen mit großen, engen Demonstrationen, wo doch eigentlich Abstand halten das Gebot ist? Zuletzt waren etwa 50.000 Menschen bei einer Antirassismus-Demo in Wien. Viele haben es dann mit diesem 1 Meter Mindestabstand nicht so genau genommen. Und so kommt ihm heute vom Gesundheitsministerium die Vorgabe, beim Demonstrieren ist künftig Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit bleibt unangetastet, auch in Pandemiezeiten. Künftig gilt aber ein verpflichtender Mund-Nasen-Schutz, wenn es eng wird. Ein Punkt, auf den sich der Gesundheitsminister mit Vertretern der Stadt Wien und der Polizei verständigt hat. Punkt 2, vor Kundgebungen ist mit den Veranstaltern zu klären, ob Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Und der dritte Punkt, Demozüge sollen künftig auf mehrere Straßen verteilt werden. Wir gehen mit dieser zukünftigen Regelung davon aus, dass das gut umgesetzt wird, dass das gut praktiziert wird. Halten sich die Teilnehmer nicht an den Mund-Nasen-Schutz? Dann ist es so, dass die Polizistinnen und Polizisten hier durchaus die Möglichkeit haben, im Einzelfall Organstrafverfügungen, Anzeigen zu erstatten. Das neue Demo-Paket wird derzeit in eine entsprechende Rechtsvorschrift gegossen und soll noch diese Woche in Kraft treten. Blicken wir nach Deutschland, wo das Entsetzen über den Kinderschänderring ungebrochen ist. Die Polizei geht davon aus, dass ein ganzes Netz an Pädophilen am Werk war, die sich über das Internet ausgetauscht haben. 11 Verdächtige, sind im Moment noch in Haft. Die Ermittlungen decken auch Fehler im System auf den Missbrauchsfahndern. Fehlt es an Personal und Geld. Und der Täter, der war 2-mal einschlägig vorbestraft. Jedes Mal ist er auf Bewährung verurteilt worden. Von außen macht es einen ruhigen, friedlichen Eindruck, die Kleingartensiedlung in Münster. Doch in dieser Laube hat sich Schreckliches zugetragen. 2 Jungen wurden stundenlang missbraucht und dabei gefilmt. Sogar abgebrühte Ermittler sind erschüttert. Ich denke dann immer an die Kinder, die nämlich das Leid ertragen mussten, was jetzt die Ermittler sich noch nicht mal anschauen können. Und da frage ich mich natürlich, warum hat niemand etwas gemerkt? Oft würden Signale nicht richtig gedeutet oder man habe Angst, jemand zu Unrecht zu verdächtigen. Es braucht aber nicht nur mehr Sensibilität, sondern auch mehr Ermittler und bessere technische Hilfsmittel. Kinderschutz darf nicht am Geld scheitern. Polizei braucht eine vernünftige Personalausstattung, modernste Technik. Täter und Täterinnen müssen sich fürchten lernen vor dem Rechtsstaat und müssen sich fürchten vor Entdeckung. Es ist der dritte Fall von schwerem Kindesmissbrauch in Nordrhein-Westfalen innerhalb weniger Monate. Und auch diesmal werden zahlreiche Aufzeichnungen und Videos der abscheulichen Taten sichergestellt. Besonders drastisch ist auch, der Haupttäter war bereits wegen Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie vorbestraft und hätte eigentlich in Therapie sein sollen. Eigentlich, Andreas Jölle in Berlin, wie ist denn das alles zu interpretieren? Sind da Ermittlungsfehler passiert bei der Polizei oder haben sich der Täter und die Täter so gut versteckt, kaschiert?
Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beiden. Missbrauchstäter sind offenbar sehr geschickt, ihre Taten zu verschleiern und zu verstecken. Und auf der anderen Seite schaffen sie es auch, ihre Opfer und allfällige Mitwisser unter Druck zu setzen. Auf der anderen Seite dürfen die Ermittler aber dieses Thema längere Zeit zu wenig ernst genommen haben. Nordrhein-Westfalen hat hier jetzt massiv umgedacht und das Polizeipersonal deutlich aufgestockt. Die Zahl der Ermittler, die derzeit in Missbrauchsfällen eingesetzt werden, wurde vervierfacht. Das ist eine Folge des Missbrauchsfalls von Lüchte, wo auf einem Campingplatz mindestens 23 Kinder missbraucht worden sind. Und dieses Mehr an Polizei und dieser Ermittlungspower dürfte jetzt auch ein Grund sein für diesen Ermittlungserfolg. Und jetzt werden Rufe lauter, dass auch andere Bundesländer mehr gegen Missbrauch unternehmen sollten. Was man aus Münster bis jetzt weiß, ist erschütternd. Und wir wissen aber auch, dass noch riesige Datenmengen auf irgendwelchen Festplatten gespeichert sind. Gibt es denn Erkenntnisse, wie groß dieses Netzwerk gewesen sein könnte? Das ist derzeit noch schwer abschätzbar, aber die Ermittler gehen davon aus, dass das nur die Spitze eines Eisberges gewesen ist. Die meisten Beschuldigten verweigern derzeit eine Aussage, deshalb untersucht momentan die Polizei die Unmengen an Daten, an Videomaterial, das sie sichergestellt haben. Und eine Erkenntnis haben sie bereits gewonnen, einen weiteren Tatort. Zusätzlich zu der Gartenlaube in Münster gibt es noch ein Fahrzeug in Köln, wo solche Taten passiert sein könnten. Danke, Andreas Hölle, für diesen Live-Bericht aus Berlin. Die Polizei reformieren, das ist eine Forderung der Demonstranten in den USA, die auf die Straße gehen, seitdem George Floyd nach einem Polizeieinsatz gestorben ist. Und dort, wo dieser brutale Übergriff passiert ist, wird jetzt auch reagiert. In Minneapolis wird die örtliche Polizei aufgelöst. Wir reden da von einer lokalen Polizei in der Stadt, der Minneapolis Police Department. In den USA gibt es mehr als 12.000 solcher lokalen Polizeibehörden. Auch bei uns kennt man die Polizeidepartments etwa aus größeren Städten wie die NYPD in New York oder die LAPD in Los Angeles. Dann gibt es zudem noch Polizeibehörden auf Ebene der einzelnen amerikanischen Bundesstaaten, etwa die California Highway Patrol, die oftmals für die Überwachung der Fernstraßen zuständig ist. Im Bundesstaat von Minnesota, in dem ja auch die Stadt Minneapolis liegt, wäre das die Minnesota State Patrol. Und dann gibt es noch Polizeibehörden auf Bundesebene, wie die US Park Police oder, wesentlich bekannter, das FBI oder die Drogenfahndungsbehörde DEA. Überall gäbe es Reformbedarf, aber in Angriff genommen wird jetzt also mal die Stadtpolizei. Defund the Police, Streich der Polizei die Mittel. Diese Forderung haben Demonstranten in großen Lettern auf einer Straße vor dem Weißen Haus aufgemalt. Es ist ein Ruf, den man bei den Protesten immer häufiger hört. Eine Forderung, der nun die Stadt Minneapolis nachkommen will. Die Polizei sei nicht reformierbar, meint eine Mehrheit der Stadträte und will die Behörde daher in ihrer jetzigen Form abschaffen. Wie diese neue Sicherheitsbehörde aussehen soll, das ist noch vollkommen unklar. Die Polizei ist nicht immer die richtige Antwort, etwa bei psychischen Problemen, bei häuslicher Gewalt oder bei Drogenmissbrauch. Auch Los Angeles und New York City wollen ihre Polizeibudgets kürzen und das Geld stattdessen an Jugend- und Sozialdienste umleiten. Gleichzeitig präsentieren heute auch die Demokraten im Kongress ihre Pläne für eine umfassende Polizeireform. Würgegriffe sollen verboten werden und Polizisten leichter vor Gericht zur Verantwortung gezogen werden können. Die diversen Pläne zur Reformierung der Polizei dürften auf massiven Widerstand treffen, einerseits der Gewerkschaften, andererseits hier aus dem Weißen Haus. Bei Donald Trumps Basis löst der Ruf nach einer Kürzung der Mittel der Polizei vor allem eines aus, nämlich Angst. Berichtet Christoph Kohl aus den USA. Nach dem Beziehungsdrama in Kärnten, bei dem zwei Frauen von einem Mann getötet worden sind, stellt sich wieder einmal die Frage, ob und wie man solche Taten vermeiden kann. Noch dazu, seitdem bekannt ist, dass der Täter schon mehrmals von der Polizei wegen häuslicher Gewalt weggewiesen worden ist und dann aber doch zur Waffe gegriffen hat. Dieses Haus in Wernberg in Kärnten war der Polizei schon vor der Bluttat bekannt. Zweimal hat die Ehefrau des 63-Jährigen allein in diesem Jahr die Polizei zu Hilfe gerufen. Die Polizisten haben ein Betretungsverbot ausgesprochen, zuletzt vor 3 Wochen. Die Leiterin des Gewaltschutzzentrums Kärnten kann nicht sagen, ob die Tat zu verhindern gewesen wäre. Eine Wegweisung könne jedenfalls bei besonders gefährlichen Tätern zu wenig sein. Wenn Tatbegehungsgefahr besteht, müsse eine Untersuchungshaft geprüft werden.
Ganz generell muss man schauen, wenn eine Gewalt passiert, wenn so wie in dem Fall es schon mehrere Betretungsverbote gegeben hat, ist natürlich die Frage, wäre die Möglichkeit einer U-Haft zum Beispiel da gewesen? Ab 2021 muss ein Gewalttäter nach einer Wegweisung verpflichtend zur Täterberatung. Drei Gespräche sind vorgesehen. Zu wenig, fürchtet die Expertin. Die Chance ist, wie gesagt, es wird mit den Tätern gearbeitet. Die Gefahr ist, wir wissen seit jahrzehntelanger Arbeit mit Opfern von häuslicher Gewalt, von Partnergewalt, dass Täter bagatellisieren, dass Täter keine Verantwortung übernehmen, dass Täter die Schuld nach außen schieben. Es dauert länger, meint sie, bis ein Täter so weit ist, dass er vielleicht wirklich sein Verhalten ändert. Zumindest nicht mehr in Lebensgefahr sind jene beiden Frauen, bei denen es nach Behandlungen in einer Kinderwunschklinik in Baden zu schweren Komplikationen gekommen ist. Eine dritte Frau ist ja nach dem Eingriff gestorben. Hier liegt das Obduktionsergebnis noch nicht vor. Die Patientin könnte an einem Keim gestorben sein, heißt es, mit dem dann auch die beiden anderen Frauen in Kontakt gekommen sein dürften. Den drei Frauen wurden unmittelbar nacheinander in der Kinderwunschklinik Eizellen entnommen. Dabei hat ihnen der erfahrene Arzt das Narkosemittel Propofol verabreicht, ein gängiges Anästhetikum. Hat den einzig wirklichen Nachteil, dass es in einer Fettlösung sich befindet und da können Keime wachsen. Und das ist in der Literatur auch immer wieder beschrieben. Dass es Keime waren, die bei einer der drei Frauen tödlich gewesen sind, glaubt auch der Anwalt des Arztes. Denn alle Frauen seien nach zweistündiger Beobachtung entlassen worden. Erst Stunden später sei es zur Blutvergiftung gekommen. Wie die Keime in das Narkosemittel gelangt sein könnten, wird jetzt ermittelt. Propofol ist seit 1989 milliardenfach verwendet worden und zählt zu den absolut sichersten Narkosemitteln, die es gibt bei korrekter Anwendung. Die Verstorbene wird jetzt obduziert. Ein Ergebnis wird Mitte der Woche erwartet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen grob fahrlässiger Tötung sowie grob fahrlässiger schwerer Körperverletzung gegen Unbekannt. Es muss schon wieder aufgeräumt werden in Niederösterreich nach den nächsten schweren Unwettern. Die haben binnen Minuten Millionenschäden verursacht. Darüber berichten wir gleich. Die Telekom Austria war 6 Monate lang das Ziel einer Hackerattacke. Mittlerweile wurden die Angreifer abgewehrt. Sie wollten offenbar Standorte von Funkmasten abfragen. Kundendaten sind laut Telekom nicht betroffen. Die Regierung will Internetshops in Österreich auf einer Plattform zusammenbringen. Die Website trägt vorerst den Namen Kaufhaus Österreich und soll dazu führen, dass die Internetauftritte heimischer Betriebe leichter gefunden werden. Das Vorhaben ist Teil des neuen digitalen Aktionsplans der Regierung. Die Vorarlberger Gemeinderatswahlen finden doch am 13. September statt. Sie waren wegen Corona verschoben worden auf den 6. September, aber da sind noch Schulferien. Deswegen wird es jetzt fix der 13. September. Nach einem schweren Gewitter in Niederösterreich laufen heute noch immer die Aufräumarbeiten. Hunderte Feuerwehrleute waren da gestern im Einsatz. Und die Schäden, die sind enorm. Allein in der Landwirtschaft dürften es 1,4 Millionen Euro sein. Und dazu sind zahlreiche Häuser beschädigt. Zuletzt 1958 habe es ein derart heftiges Gewitter gegeben. Etwa 35 Liter Wasser gehen im Bezirk Melk binnen einer halben Stunde zu Boden. Das richtige Fenster waren drin auch. Und dann hat es ein paar Mal drin, dann hat es angefangen, den Schütten und der Wind. Das glaubt, dass das alles ein Öl ist. Und dann haben wir schon gesehen, öha. Anschließend kam der ganze Schlamm vorne bei uns die Tür rein. Ist dann hier der Haustür reingekommen, ich konnte nichts mehr machen. Es war machtlos. Dann hatten wir 20 cm Schlamm in der ganzen Wohnung. Ein Gewitter. Und wie wir das nächste Mal geschaut haben, war der Strom schon weg und der Keller hat sich schon binnen 10 Minuten auf 1,50 Meter angefühlt. Machtlos sind auch die Bewohner dieses Hauses. Sie werden ebenso überrascht und können ihre Autos nicht mehr in Sicherheit bringen. Nach wie vor ist die Feuerwehr im Einsatz, um den Betroffenen zu helfen. Die Schäden sind beträchtlich, deshalb sind auch die Aufräumungsarbeiten noch im Gange. Und diese Einsätze haben gezeigt, dass der Klimawandel voll durchgeschlagen hat und dass wir ihn deutlich zu spüren bekommen haben. Wie hoch die Schäden sind, lässt sich noch nicht sagen. Die Schadenskommissionen haben heute ihre Arbeit aufgenommen. Aufräumen soll oder muss auch das Heeresgeschichtliche Museum in Wien in seiner Ausstellung zur Zwischenkriegszeit und dem Nazi-Regime. Das will die Politik. Und das ist auch eine Reaktion auf die Kritik einer Expertenkommission, die dem Museum mangelhafte Aufarbeitung vor allem der NS-Zeit vorwirft.
Das Heeresgeschichtliche Museum in Wien. Es beherbergt mehr als 1,2 Millionen Objekte zur österreichischen Militärgeschichte. Jene Dauerausstellung, die sich der Zeit zwischen 1918 und 1945 widmet, sei nicht mehr zeitgemäß. Es mangle an einem Konzept, die Zeit des Nationalsozialismus werde mangelhaft eingeordnet. Zu diesem Schluss kam eine Expertenkommission. Ministerin Claudia Tanner kündigt jetzt eine lange geforderte Neuaufstellung dieser Ausstellung inklusive finanzieller Mittel an. Gerade diese Zeit ist kritisch und differenziert zu betrachten, zu beleuchten und auch neu zu kontextualisieren, insbesondere auch digitalisiert, sodass sich jede Besucherin, jeder Besucher auch etwas mit nach Hause nehmen kann, muss. In die Neugestaltung sollen internationale Expertinnen einbezogen werden. Auch andere Ausstellungsbereiche sollen geprüft werden. Der Forderung nach Unabhängigkeit erteilte die Ministerin heute eine Absage. Das Heeresgeschichtliche Museum soll im Kompetenzbereich des Verteidigungsministeriums verbleiben. Und damit sind wir auch schon am Ende. Aber eine wichtige Information haben wir noch für Sie, nämlich ob es das mit den Gewittern jetzt war. Das sagt uns gleich Christa Kummer. Und wir sagen danke fürs Zuschauen. Schönen Abend. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.